Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, ist Mr. Mike. Heute ein kleines Video darüber, wie alles begann bei mir, weil ich habe so einen kleinen Flashback bekommen, weil bei mir jemand was bestellt hat. Und zwar hat er zwei Hoodies bestellt mit diesem alten Logo. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist schon krass, dass jemand sich zwei Hoodies gleich so auf einmal mit diesem Logo bestellt, ne? Ich weiß jetzt echt gar nicht mehr, wie lange ich dieses Logo schon habe. Ich weiß nur noch damals, ein Kumpel hat es mir gemacht, der mit mir auch Basketball gespielt hat im Verein. Ein Grafikdesigner, Helmut, Grüße gehen raus. Und auch nochmal, ey, vielen Dank dafür, weil dieses Logo hat in mir echt sowas Innerliches ausgelöst, was ich euch so echt schwer beschreiben kann. Das war so dieses, ja Mann, wo ich einfach so, dieses, kann euch dieses Gefühl nicht beschreiben. Dieses, ja Mann, ey, jetzt Mann. Jetzt geht's los. Weißt du, was ich meine? Und damals, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich hatte, vielleicht knapp 1000 oder so, voll wenige, Videoaufrufe auch voll schlecht und weiß nicht. Es ist 10 Jahre her, 8 Jahre, ich kann es euch echt gar nicht mehr sagen, müsste ich mich mal drüber informieren. Jedenfalls, er hat mir dieses Logo einfach so gemacht, hammergeil, echt heute noch und ich feiere es heute auch noch, weil das ist einfach der Beginn für mich, wo ich echt gesehen habe, hey, jetzt, Mann, mit dem Teil, das ist fett, feiere ich. Und heute, 8 oder 10 Jahre später, ich feiere es immer noch ein cooles Logo. Andere feiern es auch noch. Wie ihr seht, ja, es ist echt fett. Und alleine das mal, dieser Hoodie hier, dieser schwarz-weiße, ist ja leider nur ein Prototyp. Ne? Ich habe 2 bestellt aus China. Ja, wir sagen China, nicht China, hier in Süddeutschland, Südbayern. Und was wollte ich jetzt? Ja, China halt. Jedenfalls, ich habe 2 bestellt. Einer für 50 Euro, ich glaube, 120 Euro hat es mich gekostet, 2 Hoodies. Und um damit in Masse produzieren zu können, bräuchte ich halt ordentlich Startkapital. Habe ich leider nicht, deshalb ist das hier immer noch so ein Wunsch von mir, wo ich vielleicht mal hinkommen möchte, dass ich die wirklich so regelmäßig in jeder Größe produzieren möchte. Aber da fehlt mir einfach die Kohle, ist auch gar nicht schlimm. Ich feiere sie, sehen super schick aus, ne? Es ist so Scarface-Style und das Ding ist einfach, es sind halt 2 Hoodies aneinander genäht. Ne? Du nimmst ja 2 verschiedene Hoodies, einen schwarz, einen weiß, schneidest die in der Mitte auseinander und schon packst du weiß und schwarz zusammen und schon hast du das, dann noch der Druck drauf und du hast ein echt fettes Ding. Es passt halt mit meinem Logo so perfekt zusammen. Feier ich ohne Ende. Vielleicht eines Tages wäre so ein kleiner Traum noch für mich, dass ich die so in Serie bringe und so, wäre mega. Jedenfalls jetzt hier nochmal, weil Martin ja bei mir bestellt hat, ey, ich finde das immer so geil. Sind hier für Fussel drauf? Habe ich gar nicht gesehen. Fussel sind nicht schön, aber es sind nur Fussel. Die Qualität auf jeden Fall von meinen Produkten ist auch so eine Sache. Ich habe jeden Hoodie, jedes Shirt, alles schaue ich mir persönlich an und kontrolliere es nochmal, bevor es auf die Reise geht. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich möchte nicht irgendwie billig produzieren bei irgendjemand anders, wo ich überhaupt nicht mitbekomme, wie die Qualität ist. Weißt du, was ich meine? Weil die Qualität ist ja meistens auch wirklich schlecht. Das ist so auch der schlechte Ruf von einem YouTuber. Ne? YouTuber-Merch ist eigentlich immer schlecht. Außer von Montana Black jetzt zum Beispiel. Ist keine Geschleime, nur da hört man so viel krasses Feedback, wie viel Mühe der sich gibt. Und die Videos habe ich auch gesehen, weil es mich halt interessiert hat, wie der das macht. Und der hat natürlich auch das Startkapital, um wirklich professionellen Merch, perfektes Produkt auf den Markt zu bringen. Weißt du, was ich meine? Das habe ich leider so nicht. Und daher muss ich natürlich das nehmen, was ich kriegen kann. Aber trotzdem ist mir Qualität einfach das Wichtigste dabei, weil sonst würde ich es gleich lassen. Verstehst du? Ich möchte einfach, dass man davon lange was hat. Das ist mir extrem wichtig, weil vor allem wir Basketballer, wir schwitzen oft, muss oft gewaschen werden und wenn es nach dem zweiten Mal waschen scheiße aussieht, geht einfach nicht, verstehst du? Man kann es natürlich in der Wäsche verkacken, wenn man falsch wäscht, aber da kann ich da nichts für, verstehst du? Weil die Qualität ist so wirklich top vom Allerfeinsten, da stehe ich einfach persönlich dafür, ist so. So, einmal in schwarz, einmal in weiß, einmal in schwarz, fett, fett, fett. Martin, vielen Dank dafür, feiere ich wirklich ohne Ende, vor allem dass halt echt nicht jemand noch dieses Logo holt, ne? Weil ihr wisst ja selber mittlerweile, es werden immer mehr Logos, immer mehr Sachen, was ich auch so krass finde. Hier mein neuestes Logo zum Beispiel, auch super fett, gell? Das hier habe ich gemacht zum Beispiel, das Blau-Rote, kennt ihr auch meine Shirts, oder? Das hat Jan für mich gemacht, auch super krass, einfach for free, gell? Noch cooler finde ich es dann natürlich, was heißt noch cooler? Es ist halt natürlich eine eigene Leistung, wenn du ein eigenes Logo selber machst. Ne? Ich bin kein Grafikdesigner, ich bin gelernter Heizungsbauer. Ich habe mit dem Zeug Videobearbeitung, Filmen, habe ich nichts am Hut, das habe ich nie gelernt. Alles, was ich so mache, habe ich mir alles selber beigebracht. Weißt du, was ich meine? Mit unglaublich viel
Zeitaufwand, Zeitverschwendung, weil du irgendwelche Sachen ausprobiert hast, die einfach nicht funktioniert haben, auch nie funktioniert hätten, aber du hast es einfach probiert, verstehst du? Und das ist das Ding, ja, self-made man einfach. Ich bin wirklich self-made. Solche Sachen natürlich dankbar, ohne Ende für jeden, der mir irgendwie was schickt, der was machen möchte, einfach so for free vor allem noch, ne? Weil bezahlen natürlich, wenn du fett Kohle hast, kannst du auch jeden, dann kannst du natürlich haben, was du möchtest, aber das ist einfach, ja, so entstanden, weil Leute mich dann irgendwie feiern, mögen, sympathisch finden und sagen, hey Mike, ich hätte hier was Cooles für dich, verstehst du? Und das ist wow. Und dann merke ich auch wieder, dass dieser Fluss des Karmas, ne, du steckst positive Sachen, positive Energie in was rein, du bekommst auch positive Sache, eine positive Energie zurück. Ist einfach so. Ist jetzt hier kein Geschwätz. Ich glaube ans Karma. Wirklich glaube ich und kommt ja nicht auch nur positive Energie zurück, auch für Negatives, aber ey, die absorbiere ich wie SpongeBob Schwammkopf. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Und ansonsten, keine Ahnung, einfach geil. Einfach geil, ich feiere es, ich feiere das Logo, ich feiere meine anderen Logos, ich feiere das, was noch kommt, weil ich weiß, es wird noch was kommen, solange ich noch atme. Und daher, ja, Feedback geben, eure Meinung, gönnt euch vielleicht was, supportet mich. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, soll kein Geschleime sein, ihr wisst ja, ihr kennt mich, glaube ich, gut genug, oder? Weiß ich nicht. Habe ich so auch nicht nötig, weil ich gehe auch 40 Stunden die Woche arbeiten. Das ist einfach nur ein Hobby, das ist Leidenschaft. Es ist einfach eine Leidenschaft von Anfang an und ich bin echt einfach immer noch gespannt, wo es hingeht. Bin echt gespannt. Seid auch gespannt. Folgen, abonnieren. Supporten, 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 supporten. Das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Brrr.